So, die verfluchen mich jetzt entweder alle, weil ich jetzt tatsächlich mal meinen Testballon hier steigen lasse, mit dem Item wechseln. Aber es ist keiner von denen, der tatsächlich Elektroattacken einsetzen könnte. Von daher bin ich relativ sicher. Weil wenn ich den jetzt zu einem Boden-Pokémon sozusagen mache, also auf den Boden der Tatsachen zurückziehe, dann muss ich keiner von denen... Obwohl, ich glaube, der Frosch könnte vielleicht eine Donnerattacke haben. Das mag sein. Ist fehlgeschlagen. Na super. Okay, das funktioniert also nicht. So viel dazu. Aber zumindest kriegt er mit dem Patschhähnchen eins auf die Mütze. Gut, dann weiß ich das wenigstens. Muss ich das morgen nicht mehr machen? Oder je nachdem, ne? Wenn ich das den Videoclip vorne dran stelle, dann gleich. Ich habe jetzt alles Mögliche mal durchprobiert, was ich hier durchprobieren konnte von den Drifflons. Und zwar Gestein, Drache, Unlicht und jetzt auch Psycho. Bei den ersten dreien ist es tatsächlich so, bei Gestein, Drache, Unlicht ist meine Walküre, meine Metallfee, brillant. Beim Unlicht hat es ein bisschen länger gedauert, aber war in Ordnung. So, da brauchen wir jetzt keinen Kristall mehr. Den kriegen wir jetzt einfach so über den Jornan geschubst. Wäre mal lustig gewesen. Wäre schwer lustig gewesen. Vielleicht benutze ich den mal irgendwann noch in einem Akademie-Turnierkampf, ne? Das wäre eigentlich auch ganz lustig. Irgendjemand von denen halt ein Item klauen. Jetzt habe ich den sozusagen ganz für umsonst auf die 100 hochgeschafft. Na, egal. Der Gedanke zählt. So, jetzt habe ich meinen Original-Sprotz, mein Affiti, mein Original-Affiti namens Sprotz, so, weil er Gift spautzt. Ich glaube, zu Anfang hieß er Sprotz, ne? Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er so hieß. Egal. Also, Gift ist natürlich gut gegen Fee. Und er hat auch Käferattacke, was natürlich auch gut ist. Generell gegen, Nee, gerade eben hatte ich ja gegen Psycho gekämpft. Da wäre das gut. Mein Giftaffe. Oder was auch immer das ist. Langfinger-Faultier oder wie... Nee, nicht Faultier, das heißt anders, das Vieh. Manchmal, wie es heißt. Fingertier. Einfach nur Fingertier heißt es, glaube ich. Was war das denn? Kehrmaschine. Keine Ahnung was.
brauche jetzt nicht mehr in die Kristallisierung reingehen. Ich bin aber auch so gekillt. Waren lauter lila Mitstreiter. Alle von Popo. Das waren jetzt insgesamt. Fünf Stück auf meinem, auf meiner Map, auf meiner Karte. Ich frag mich, ob die sich jetzt nochmal generieren würden, da ich ja jetzt alle weggepolstert habe. Oder ob ich tatsächlich auf den Morgen warten muss. Aber das macht ja keinen Sinn, weil heute 5, morgen 5, Sonntag 5 wären ja nur 15. Da fehlen ja immer noch 3. Es sind ja insgesamt 18, die es in diesem Spiel als Elemente gibt. Oder habe ich da vielleicht was übersehen, dass es vielleicht doch 6 Stück sind? Dann wird es hinkommen. Dann wird es hinkommen. Nichts am Leuchten. Oder habe ich heute schon irgendwas gelünscht, ohne es zu checken? Ja, 6 würde mehr Sinn machen. Wenn es 6 von 18 sind und Wochenende sozusagen bei denen 3 Tage dauert, sprich Freitag, Samstag, Sonntag. Aber nö. Find keinen. Nee, forget. Okay, Drache hatten wir schon. Und Licht hatten wir auch. Scheinen immer die gleichen zu sein. Okay. Gegen Geist hatte ich nicht wahnsinnig viel auszurichten. Da bin ich ja gerade vorhin richtig in die Knie gegangen. Gegen Flug auch nicht. Testen wollen. Okay, Flug hätte ich jetzt mein Elektro. All. Den würde ich dafür benutzen. Dann haben wir noch den Geist. Reinkommen in den Raid. Okay. Bin tatsächlich noch reingegrätscht. Bin ich mal gespannt. Elektro ist eigentlich da wirklich eine gute Wahl, weil, wie gesagt, das Vieh selber hat auch Elektroattacken normalerweise drauf. Aber als ich vorhin gegen es gekämpft habe, hat es auch Feuerattacken. Das ist jetzt nicht so spaßig. Aber wenn meiner ja halb Gestein ist, dann ist ein Feuerattack auch wurscht. Und da unten der halt ein Elektrovogel ist, dürfte ihm das auch nicht so wahnsinnig viel ausmachen, wenn der jetzt mit Donnerblitz oder dergleichen ankommt. So, also gegen den Luftballon habe ich keine Bedenken. Gut, ich hatte jetzt natürlich auch Glück, weil
von drei Gegnern hatten. Nee, von fünf Gegnern hatten drei nichts gegen meine Metallfee auszurichten. Die hat die so richtig schön eingesackt. Nur mein Aal hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Verteidigung. Das ist halt. Natürlich jetzt blöd, dass der mich hier verwirrt. Oh, okay. Wie kann man denn bitte schön von Verwirrung wieder befreien? Dass er sich nicht selber eine klatscht. Ja, super. Super duper. Stinkmeuchel. Der hat immer noch sein Terra-Schild. Also auf die Beine. Ich meine, wir haben das ja in der Akademie erklärt bekommen, ne? Das ist Punkte auffüllen, beziehungsweise diese Zeitlimit, die man, wenn man down ist, dass das verkürzt wird. Will ich dich haben? Eigentlich nicht, ne? Oh, was soll's. Du bist, glaube ich, bei mir nicht vorhanden, ne? Das ist ja der Witz an der ganzen Chose. Den zu kriegen, müsste ich den züchten, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ist ja nur Viererstern. Wird jetzt auch nicht so weltbewegendes sein. So. Aber zumindest der Elektroaal hat richtig gut gerockt. Bin ich schon sehr zufrieden. Was jetzt allerdings das zweite angeht, das ist jetzt ein bisschen knifflig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wie ich einem Geist begegnen soll. Ich hatte mein Komplett-Unlicht, das war nicht wirklich das, was am besten war. Das war irgendwie nicht so brüllermäßig. Okay, Käfer, da würde ich mit dem Feuer natürlich reinreiten. Problem ist natürlich, mein Feuergeist, Kroko. Ne? Das ist auch so eine Sache. Bei dem würde ich dann halt auch wieder mit dem Elektroaal reinreiten. Bei dem gegen Käfer wäre eigentlich auch mein Elektroaal gar nicht mal so blöd. Ich gehe da mal rein und teste schlicht und ergreifend meinen Feuerkroko. Irgendwas war's, wo ich mal gedacht habe, was anderes geht gar nicht außer das Feuerkroko, außer es hat halt die Schwäche dadurch, dass es auch Geist gleichzeitig ist. Ich weiß nicht wirklich, ob ich damit gut hinkomme. Weiß nicht wirklich, ne? Gut, der Irrtu meint auch. Der vertraut auch auf sein Feuer. Mal gucken. Mal gucken, mal
mal gucken, ob ich jetzt einer so richtig auf die Waffel krieg, weil der jetzt, wenn er die Geistattacken macht, dann. Jo. Das ist halt so eine Sache. Aber es ist nur ein Viererstern, von daher. Aua. 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 Dann presst ihr hier noch die Finger, ey, wenn du dumm Zeug machst. So, Leute. Findet sich noch ein Dritter? Vierter? Nee, anscheinend nicht. War kein Bock. Trispi wird es entscheiden, ob wir noch ein bisschen warten. Wie gesagt, Viererstern, das ist. Pff. Bei einem Fünfer will ich mir vielleicht noch Gedanken machen, aber vier. Pff. Es sei denn natürlich, man geht mit dem rein, den ich am Anfang hatte. Mit dem ich total versagt habe. Weil es irgendwie gar nicht geklappt hat. Also so gar nicht. Ich könnte es vielleicht nochmal testen. Einfach nur so fürs Gewissen. Mit dem Unlicht-Kampf-Pokémon und dann halt nur die Unlicht-Attacken benutzen. Jo. Mal gucken. Ah, der hatte sich Zeit gelassen bis eine Minute. Sympathisch. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ist in Ordnung. 45 Sekunden gewartet, eine Minute darüber. Genau. Ist d'accord. So, dann gucken wir mal, ob wir den hier so ein bisschen einheizen können. Auf seinem schönen Hütchen sieht das ja auch sehr putzig aus, ne? Ist eigentlich ja ganz gut, dass das eine Attacke ist, die mir irgendwas tut. Weil, wie gesagt, bei Viererstern, das geht ja so schnell, dass der in den Schutzmodus kommt. Dann werden ja seine Attacken eh wieder ausgeglichen. Jawoll. Sehe ich, da brauchen wir noch nicht mal in den Christ. Oh, hat er mich verwirrt? Zack. Hat sich erledigt. Ja, antworten. Sehen Sie, ich verwisch nichts. Ist ja schon hinüber. Nö. Oder? Komm, ach, was soll's. Das kostet die Welt. So, Feuerkroko. Wie gesagt, in den Geist reinreiten. Dann wollen wir mal gucken. Das geht flottikarotti hier. Müsste mir vielleicht morgen, wenn ich dann nochmal online gehe, kriege ich da wieder so die täglichen News gezeigt. Müsste ich mir mal durchlesen, ob der nicht vielleicht auch in 5er Sternen existiert, weil 4er ist jetzt, jo. Den juckt's, ne? Ich bin Schlimmeres gewohnt. Kein. An dem bin ich gescheitert, ne? Mhm. Bei dem wollte ich dann mit dem Kroko reinreiten. Ist ja wahrscheinlich genau das gleiche wie mit Käfer eben. Also kann ich mir eigentlich gut vorstellen. Bei dem. Ach, wäre eigentlich doch mein Unlichtkämpfer doch ganz gut. Der ist ja jetzt nicht so wahnsinnig in der Verteidigung. Das ist halt das Manko an dem. Dass der. Ach, da ist ja ein Fünferstern. Da ist ja ein Fünferstern. Hm, was wären bei Boden? Eis, Gras, Wasser. Eis, Gras, Wasser.
Da würde ich meine Wasserfee nehmen, also den Azumarill. Bei Gras. Irgendeiner hat noch eine Grasattacke. Ich weiß nicht mehr wer. Okay, nehmen wir mal den. Und mein Azumarill hat ja Eis und Wasser. Von daher wäre das ja auch ideal. Wer war denn das nochmal mit der Gras? Mit Strauchler. Wer hatte Strauchler? Irgendeiner. Ach, war doch der. Ach, das ist, der ist ja wie gemacht. Der ist ja wie gemacht. Der ist ja wie geschaffen dafür. Sogar für einen 5er-Stern. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal echt gespannt, ob ich den rock. Die beste Verteidigung ist sein Unlichttyp. Dann hat er eben Strauchler. Dann hat er auch noch Kampf. Das ist nicht jetzt so wichtig, aber. Ränkeschmiede erstmal. Obwohl, ich glaube, Spezialangriff war jetzt total egal, ne? Ich glaube, das war jetzt total Wuppe. Wumpe! Selber Ränkeschmiede, der Sack. Warum komme ich denn bitte schön nicht zum Kämpfen? Sehr effektiv, ich merk's. Also Wahnsinn. Das wird nichts von meiner Seite aus. Ich kann da nicht so großartig viel bei. Na doch, doch. Es sah eben so aus, als würde der Feuerhase doch einen aufs Maul kriegen. Den auch wirklich dabei haben will, der bringt's nicht. Er bringt's einfach nicht, mein kleiner Taktiker hier. Ich hatte den ja tatsächlich extra für den Ditto eigentlich erschaffen, aber das nützt ja nichts. Das nützt ja so gar nichts. Würde ich mal selber ins Knie mitschießen. Ist halt wirklich nur so ein Spezialist für irgendwas. Frag mich nicht für was. Für irgendwas wird er schon ein Spezialist. So, ich muss heute mal zu einer gescheiten Zeit ins Bett. Ja, gestern und vorgestern habe ich doch ziemlich lange hier noch gezockt. Und vorgestern, davon wollen wir erst gar nicht reden. So, wie gesagt, ich hole mir mal da am besten ganz raus, ne? Den kann man gut gebrauchen. Da habe ich noch gar keinen gebraucht. Er ist halt auch Feuergift. Käfergebrumm. Ja, der wäre halt nicht übel, aber mein Kroko ist mir halt auch ganz edel lieber, muss ich dann doch sagen. Aber ich könnte es trotzdem so einreihen, ist ja nicht so tragisch. Mach mal du Kirsch da nicht hin.
schmeiße ich in euch ein. Zaubertausch. Ja, was soll's. Egal. Den Geist wollte ich ja noch testen, ne? Geist mit... Bitte was? Bin ich nicht mehr. Doch, ich wollte den dann doch bei... Hier. Den wollte ich doch noch bei Geist reinhauen, oder? Ich wollte es noch biegen und brechen versuchen. Obwohl es ja totaler Quatsch ist, dass der Ränkeschmiede kann, ne? Strauchler ist eine Körperattacke, Nachthieb ist eine Körperattacke. Also das Ränkeschmiede ist sowas von bescheuert. Ah ne, Strauchler ist... Ja, okay. Dann ist er wirklich ein Spezialist. Aber Problem ist halt... Den habe ich ja gerade eben dafür angewendet, aber war jetzt nicht so. Nicht so wirklich. Es war mehr so ein... Ja. Hast du mal. So, wie ist denn das? Haben die sich jetzt hier irgendwie neu generiert? Nö, ne? Das war alles noch so wie vorher. Nichts am Leuchten. Außer halt die... Massenaufkommen, die mich nicht jucken. Beziehungsweise es juckt mich schon. In den Finger juckt es mich schon. Ich hätte ja gern so einen kleinen Barracuda oder wie die Viecher heißen. Hätte ich ja schon gerne, ne? Ja, nicht übel. Problem ist halt, in winzig siehst du dann halt nicht, dass das ein Shiny ist. Weil die noch unter Wasser sind, das kannst du ja ganz knicken. Geist. Ich wollte ja an den da rein, aber ich wüsste nicht mit was. Ich wüsste ums Verrecken nicht mit was. Mit meinem Feuergeist vielleicht. Mit meinem Feuerkroko vielleicht. So auf Biegen und Brechen halt versuchen. Aber ganz ehrlich. Boah. Testen wir einfach mal durch. Schlimmer als Töd geht nicht. Guck ich mir mal an, mit was die da so reinreiten. Ich bräuchte ein Unlicht. Nachthieb halt. Metallsound könnte auch noch was gebrauchen sein, weil das halt die Attacken von ihm ein bisschen senkt. Aber ich glaube, der hat auch gar keine Körperattacken. Ich glaube, der hat auch nur Spezialattacken, kann das sein? Dann wäre Metallsound auch nicht so. Weiß ich jetzt nicht. Ist Kreideschrei... Kreideschrei hat was mit der Verteidigung zu tun und ist Metallsound Spezialverteidigung? Das weiß ich nicht. Irgendwas senkt das beim Gegner, aber frag mich nicht, was. Ich könnte ja auch mal nachlesen. Ne? Könnte ich ja tun. Pokédex, Attackendex, Metal Sound. Bis die da fertig sind, bin ich ja auch fertig. Stößt einen Spitzenschrei aus, der die Spezialverteidigung. Alles klar. Alles klar. Das nehmen wir. Das nehmen wir. So, der sucht noch. Er hat sich entschieden. Trommelwirbel.
So, ich habe ja gesagt, ich mache nur noch eine halbe Stunde. Das war vor 2 Stunden. Gott, Gott. Also Arceus habe ich 250 Stunden gespielt. Und noch ein paar Stunden auf dem zweiten Account. Nicht viel. Ich glaube, ich bin hier schon bei 230. Bin ich bei 250, weil erstens mal durch die Picknickerei ist das halt auch viel, 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 viel nervig. Ne? Also ich habe schon das Gefühl, dass in dem anderen Spiel viel mehr los war innerhalb kürzester Zeit und dass das Leveln auch gar nicht so knifflig war. Und ich bin ja auch jemand, ich habe ständig dieselben Viecher mitgeschleppt, statt mehrere Teams aufzubauen. Ich dem jetzt noch einmal Metallsound untergejubelt? Nee, ne? Glaube ich nicht. Nee. Der ist bevor. Oh, okay. Oh, ha. Huch, huch. So viel dazu. Stahlsöldner. Gut. Haben wir das auch geklärt? Ich meine, die anderen waren natürlich super, aber meine hat gut gerockt. Die Taktik ist gut. Hab nur 2 verschiedene Attacken gebraucht, aber wie gesagt, 4er-Sterne. So, und na, eigentlich, ja, ich guck wieder rein. Ich bin ja nicht neugierig. Das ist wie Lootboxen, ganz furchtbar, ne? Deswegen spiele ich nichts mit Lootboxen. Ich kenne mich. Okay, hier ist ein 5er-Stern. Drache wäre das. Da hatte ich meine Fee hatte ich da mitgenommen. Die rockte auch ziemlich gut ab. Obwohl, ich würde doch gerne noch den Knuddler probieren. Nur um zu erfahren, ob das Mistvieh extra wegen mir Donnerattacken einsetzt, weil er kann auf jeden Fall Feuer. Die ganze Zeit hat er bei der Fee, hat er, also bei meiner Valkyrie, bei meiner Hammer-Tante, hat er nämlich Feuerattacken eingesetzt, der Stinkbock. Und wenn er jetzt weiß, ich bin ein halbes Wasservieh, dann kommt er bestimmt mit Elektroattacken in die Ecke. Weil die Gegner sind tatsächlich um einiges schlauer als die NPC-Mitstreiter. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ist natürlich auch frustig wie Sau. Aber ich finde es geil. Nee, er kommt mit Feuer um die Ecke. Sehr schön. Also dann wäre bei Traumagil wäre tatsächlich eher hier um einiges besser. Oh, das hat sich auch schon erledigt. Geil. 5er-Stern, geil. Der andere ist ja so putzig da beim Tanzen, ne? Also wie ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, ne. Aber die Bewegung finde ich toll. Die Bewegung finde ich echt super. Wenn man das Vieh halt in live sieht.
Brötchen. Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen? Gut. Jo. Also während Drache und Gestein Drifflon mit meiner Metallvieh richtig gut zu bewältigen sind, ist das Traumagil eher mit dem Azumarill dann anzugehen. So, nicht, dass ich die Viecher irgendwie gebrauchen könnte, ne? Weiß gar nicht, warum ich die sammel. Einfach nur haben, ne? Waren die jetzt hier? Ja, Flug, Drache, Boden. Also 18 werde ich jetzt hier nicht wirklich bunkern. Man, bei aller Liebe. Muss nicht sein. Hier sonst noch irgendwas rumkräuchen, fleuchen? Nö. Gut, das eigentlich. Mit dem habe ich noch gar nichts gemacht. Den könnte ich ja eigentlich auch benutzen für Käfer. Ne? Mit Feuereigen, Feuerreigen, Säurespeier. Hätte eigentlich meine erste Wahl sein sollen bei Käfer. Ne? Beim Käfergegner. Aber er hat auch... Ja, mal gucken. Vielleicht, wenn ich einen Fünferstern habe, dann würde ich vielleicht doch eher den dann nehmen. Das könnte ich... Ja? Bei Vierer war es halt so, dass der so schnell in dem Schutzschildmodus ist, dass das halt besser ist, wenn ich Loderlied mache, weil das mich selber stärkt. Und bei dem ist es so, dass Säurespeier... Schwächt den Gegner. Bei Käfergebrumm weiß ich nicht mehr. Der war doch auch irgendwas, oder? Der hat doch auch irgendwas beim Gegner geschwächt. Ist das eine Spezialverteidigung? Genau. Und die Spezialverteidigung. Und überhaupt, ja. Gut, also wenn es ein Fünferstern ist, würde ich dann vielleicht doch eher zu dem dann greifen. Aber beim Vierer ist es ja... Pff, Schnurz. So, ich wüsste jetzt aber noch nicht so wirklich, bei welchem ist es denn so, wo ich nicht wüsste, was ich nehmen soll. Beim Kampf-Pokémon ist halt, der ist Stahl, das wäre halt ein bisschen blöd. Der ist Gestein, ist mir auch blöd. Obwohl, ist ja eigentlich Quatsch, ne? Der macht ja dann keine Kampf... Nee, also bei einem Normal ist es der. Ist ja logisch. Weil der macht ja keine Kampfattacken, ist ja Quatsch. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Kampf-Pokémon wäre, dann kann ich den auf jeden Fall nicht nehmen. Das Problem ist, sie ist halb... Nee, dann würde ich sie ihn nehmen. Weil sie ist ja halb Metall. Und da ist Kampf nicht so clever. Ja, doch, eigentlich... Guck, gegen Kampf hätte ich doch was auszurichten. Was habe ich denn noch nicht auf dem Schirm? Metall. Da hätte ich auch Feuer. Boden habe ich ja vorhin auch schon getestet. Da würde ich halt ihn wieder nehmen. Mit Eishieb und mit Wasser. Okay, und Elektro. Was hätte ich denn gegen Elektro? Ihn hätte ich wieder gegen Elektro mit meinem Gestein und er hat ja Schwebe. Da wird er... Ah, die Gesteinattacke war nicht so besonders präzise, ne? Ja gut, aber wenn es ein Elektrovieh ist, ist ja Gestein eigentlich gar nicht so gut. Bodenattacke wäre ja viel intelligenter, aber ich habe hier jetzt gar keinen mit Boden, oder? Doch, mein Feuerkroko hat Boden. Was hast du nochmal? Du hast nichts, was die Bodenattacke irgendwie... Ja gut, Erdkräfte ist ja eh Quatsch. Wenn das Vieh Boden-Pokémon ist und es fliegt, kann ich das dann überhaupt treffen?
ich gar nicht. Was nehme ich denn da gegen Boden? Ah nee, Quatsch. War ja der. Wasser gegen Boden. Ich bin übermüdet. Ich sollte nicht mehr hier rumwurschteln. Eigentlich nicht mehr. Das Problem ist jetzt aber, wenn ich einen Wassergegner habe, Elektro wäre zwar gut. Problem ist aber meine halbe Metall, Gesteinsache. Das wäre jetzt, weiß nicht. Da darf ich halt nur nicht in den Terror Raid gehen. Sonst gucke ich blöd. Gegen Gift habe ich auch nichts, weil ich keine Boden- und keine Psycho-Pokémon hier habe. Da müsste ich dann einfach irgendwas nehmen. Der ist zu schwach. Der hat so schlechte Verteidigung und selbst Spezialverteidigung. Boah. Gift. Was würde ich denn da nehmen gegen Gift? Pff. Obwohl, ich könnte ja den gegen Gift nehmen. Er ist ja Stahl. Ja, doch. Ja, wenn ich ein bisschen aufgeweckter wäre, würde ich doch schon längst drauf gekommen, oder? Ja, ansonsten müsste ich eigentlich gegen alles was haben. Halt Elektro, das ist ein bisschen problematisch. Gegen Elektro wüsste ich jetzt nicht wirklich, was ich da ausrichten soll, weil ich kein einziges mit Boden habe. Und selbst wenn ich eins mit Boden hätte, würde es mir nichts nützen. Weil die ganzen Bodenattacken sind ja davon abhängig, dass das Vieh nicht fliegen kann. Wo ist denn mein Elektrohamster? Habe ich dem nicht Wo ist denn mein dicker Elektrohamster? Wo habe ich denn den hingestopft? Wo ist denn der? Hä? Ach, da ist er ja. Der ist nur bei 75. Dachte ich, hätte den schon größer. Das ist der nicht. Das ist ein. Wo ist denn? Habe ich den ganz weggetan oder wo habe ich den hingestopft? Wo habe ich denn den hin? Donner. Hä? Ah, hier ist er. Hä? Okay, der ist noch viel zu klein. Wieso ist denn der so winzig? Okay, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, warum ich den nicht wirklich... Ja gut, Schaufler hätte eh nichts gebracht. Aber ich meine, man hätte ihm auch Lehmschelle oder irgend so ein Zeug beibringen können. Aber... Nee, dann hat sich das erledigt. Ich dachte wirklich, ich hätte da einen so richtig schon fett aufgeplustert. Okay. Wie gesagt, ein Elektrogegner, da bin ich jetzt echt überfragt, was ich da machen soll. Absolut überfragt. Würde ich den nehmen, hä? Der ist zwar Flug, aber er ist auch gleichzeitig Stahl. Andererseits... Boah. Nehme ich doch den, ne? Den würde ich dann vielleicht doch bei Elektro nehmen. Da kann man vielleicht mit Stahl und so mit Krabbelkracher und lalala kann man da vielleicht ein bisschen was ausrichten. Hey, Linksblechle. Das ist... Ja, bei Elektro muss ich morgen dann echt gucken. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, es ist Samstag.
Wir haben so einiges richtig gut gerockt. Das Problem ist, bei mir ist hier dieser schwarze Kristall mit einem Vieh, das uns sowas von eingeheizt hat. Und ich war schlicht und ergreifend nicht in der Lage, mit irgendeinem von meinem dagegen zu halten. Absolut gar nicht. Und jetzt gehe ich mal gucken, welche Pokémon wildfremde Leute da am besten nehmen werden. Also mit dem ging es noch einigermaßen, mit dem Azumarill. Aber er hat natürlich keine Bauchtrommel. Aber er macht Regentanz. Ich hoffe, das wird es reißen. Wie gesagt, keine Ahnung, was man dagegen nehmen muss. Weil stärker als 100 geht nicht. Gut, er ist natürlich kein... Wie heißt das? Dieses Potenzial nochmal? Explizites? Nee, Scheibenglasser, ich weiß es nicht mehr. Also Superpotenzial hat er leider nicht. Und das mit der Bauchtrommel, ich habe immer noch nicht begriffen, wie das genau funktioniert. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also, was die sich jetzt hier einfallen lassen. Oh, es sind drei Japaner. Cool. Einer, der Feuer macht und Kampf ist. Ein Wasservieh, noch ein Wasservieh. Okay. Okay, er möchte mit Feuer arbeiten. Aha. Aber es ist natürlich, ne, diese 7er-Sterne-Häschen, die sind ja richtig, richtig krass drauf, ne? Meiner hat ja auch, mein Ei selbst hat ja dieses ganz hohe Potenzial. So. Ich hoffe, der macht seine Bauchtrommel, dann kann... Ach nee, er hat tatsächlich Regentanz gemacht. Gut, dann kann ich gleich mit Nassschweif loslegen. Aber die Idee mit dem Regentanz war anscheinend doch gar nicht so bescheuert. Das hatte ich nämlich vorhin auch vorgeschlagen. Wir waren aber leider nur zu dritt. Also es macht schon bei diesen 6er-Sternen tatsächlich einen Haufen aus. Ob man nur zu zweit, zu dritt oder zu viert da reinreitet. Wow. Und er steigert seine Angriffs... Oh, er steigert seine Angriffswerte unfassbar hoch. Das ist natürlich bitter. Weg. Ich hoffe, dass ich mit meinem Regentanz jetzt ihm sozusagen zuvorkomme. Und dass ich keinen Orb abgezogen bekomme. Puh. Ein bisschen Punkte dazu. Und er ist verwirrt. Wenn ich jetzt meine Terra-Kristallisierung mache, ist es jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig, weil es ist ja keine Wasser-Terra-Kristallisierung, es ist eine Feen. Andererseits macht ihm halt den Speck ein bisschen dicker. Dann hält er mehr aus, wenn er drauf gebrezelt bekommt.
knifflig, ist richtig knifflig. Und seine Angriffsdacht und Verteidigung steigt mal wieder da ganz toll. Toll im Sinne von Mist. Verwirrt, ganz geil. Ich glaube, ich kann auch gar nicht mehr so oft anfeuern. Ja, kann ich gar nicht mehr. Eieiei. Und der Regentanz ist rum. Oh, Schande! Schande! Aber es war das erste Mal, dass ich jetzt tot war, oder? Immerhin, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht wirklich, warum da das Feuervieh mitgemacht hat. Das war mir jetzt schleierhaft. Aber, siehste, die absoluten Vollprofis sind auch nicht gefeit vor der Niederlage. So ein 6er-Stern hat halt's, ne? Es hat halt... Es hat die Macht, uns in die Knie zu zwingen, in der Geduld und in der... Ich habe auch wirklich nichts anderes, was ich da entgegensetzen könnte. Selbst meine ganzen Sonderbonbons habe ich schon draufgebrezelt, indem ich verzweifelt versucht habe, mit irgendwas anderem da reinzugrätschen, aber... nicht hinbekommen. Das ist so ein ganz, ganz, ganz starker Stinker. So ein starker Stinker. Den da habe ich ja auch dabei. Das Problem ist, der müsste ja die Bauchtrommel von meinem Azumirill während des Picknicken lernen. Das habe ich auch noch nicht verstanden, weil, wie gesagt, ich habe ja keinen Azumirill mit Bauchtrommel, von daher. So, ich hoffe, der wird sich jetzt noch umentscheiden und ein Wasser-Pokémon nehmen statt eines Feuers. Das hatten wir ja auch ausprobiert. Ich habe nämlich mein Reittier dabei gehabt, der ja von Natur aus Sonnentag hat. Das heißt, wenn er in den Raum kommt, wird die Sonne so grell, dass alle Feuerattacken natürlich noch besser werden. Schatzi, Eis ist auch nicht so prickelnd. Danke. Ich wollte nur mal gesagt haben. Und da dachte ich mir, wenn wir sowieso hier ein Feuer haben, dann was soll's? Nehmen wir halt lauter Feuer-Pokémon vielleicht. Die umgekehrte Psychologie oder so, ne? Aber es hat nichts gebracht. Nee, wir waren noch schneller tot als vorher. Gut, meiner nicht. Meiner ist halt das Reittier, ne? Der ist ja schon Level 99 oder so, keine Ahnung. Also, es ist nicht wirklich das Reittier, es ist der böse Zwillingsbruder vom Reittier. So, Regentanz. Hoffentlich machen jetzt die anderen keinen Regentanz. Die machen Bauchtrommeln. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Bin ich derjenige mit Regentanz? Jawoll. Das ist Teamarbeit. Geilo. Drei Knubbeln und einem Riesenknubbel. Das kriegen wir doch hin, oder? 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 Wer hat doch gelacht? Jawoll. Nix, 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 nix. Sonntag. Nix da. Stinkmorchel. Okay, ich bin hier Supporter. Ich bin Unterstützer. Ich werde jetzt wieder Regentanz machen. In der Hoffnung, dass die anderen beiden das nicht tun. Aber ich bin ja eh nicht so der Starke, von daher würde ich doch mal hoffen, dass die so clever sind und wieder Bauchtrommel oder dergleichen machen. Oh ja, super. Super, sie machen Wasserattacken. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin.
Geil, geil, das ist es. Das ist es. Guck dir mal die Zeitleiste an. Oh, huch, da war was. Unverwirrt. Oder das macht nichts. Wenn ich jetzt platt gemacht werde, ist ganz gut so. Das ist ganz gut so. Dann verliert er auch wenigstens das mit der Verwirrung gleich. So, anfeuern. Haut rein, Leute! Der macht mich jetzt platt, aber ich konnte meine Mitstreiter noch ein bisschen aufheitern. Geil. Das ist eine schöne Taktik, das gefällt mir. Ach, ich fühle mich so wohl, wenn ich mal Nutze bin. Super, super. Auf die Beine, Leute. Gar nicht zum Kristallisieren. Es bringt auch nichts. Die Supporter-Attacken sind viel besser, als dass ich jetzt hier tatsächlich kristallisiere. Mega klasse. Es war knapp, aber es war richtig gut durchdacht. Sehr schön. Heidewitzka. Heidewitzka. Die Stinkmutter. Dich werde ich fangen, auf jeden Fall. Du bist es wert. Kriegst du einen schönen Pokéball? Ja, Wolk, du kriegst einen schönen Pokéball. Welchen Pokéball kriegst du denn? Irgendeiner, der flammend rot ist, ne? Ja, pass auf, nehmen den da. Der sieht schön aus. Der passt zu dir von der Farbe her. Timerball, es passt auch, ne? Es hat so viel Zeit gedauert, bis ich das Mistvieh jetzt bekommen habe. Eieieiei. Sechser Sterne. Fett. Richtig fett. Jetzt bin ich mal gespannt, was der für Werte hat. Die Stinkmäuse. Sechser Sterne. Die Kuschelmutter. Heieieiei. Meine Güte. So, zeig dich. So, zeige dich. Exzellent heißt es. Exzellentes Potenzial. Alles sensationell, bis auf den Spezialwert. Okay. Die Verteidigung ist Mist, obwohl da sensationell steht. Und die Initiative ist mega, was mir überhaupt nicht in den Kram passt. So, aber so gar nicht. Aber so überhaupt gar nicht. Die zwei muss ich auch noch trainieren. Dann. Zwei. Pass mal auf, du hast die 100, du brauchst die mir zu trainieren. Du hast hier gar nichts zu suchen. So, ihr seid die Legendären. Du darfst mit rein. So. Du bist ziemlich lahmarschig, wenn ich dich im Autokampf losschicke. Du eigentlich auch, aber du bist noch relativ klein. Du darfst trotzdem dann halt mit. Und ab
jetzt muss ich gucken. Ach, der ist auch noch nicht so richtig trainiert. Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, der ist auch nicht so dolle, ne? Und ich kann mir keinen neuen züchten. Das ist halt das Dilemma. Dilemma ist das. Der ist auch nur akzeptabel. Es ist. Ist auch noch akzeptabel. Ich muss mir sozusagen versuchen, selber welche zu züchten, zu züchten, selber welche zu fangen. Und hier sind die Versionsexklusiven. Das sind die hier. So rum. Das sind. Ich habe ihm nämlich gesagt, demjenigen, der mir die getauscht hat, dass es mir egal ist. Aber bei dem wäre es mir ehrlich gesagt nicht egal. Bei dem eigentlich auch nicht so wirklich. Und ja, der ist zwar super hoch in den Werten, aber so richtig gut. Ich würde mir die halt gerne selber auch fangen, ne? Ich bin ja da so ein bisschen eigen. So ein bisschen eigen bin ich. Er hat schon ein sehr großes Potenzial, aber es hat halt nicht gereicht. Apropos, ich habe ja für Heiko habe ich ja ein paar zusammengesammelt. Der hat auch nur großes Potenzial. Sehr großes, großes. So richtig gut sind die auch wieder nicht. Also könnte ich doch im Grunde genommen auch mal da so runtersteigen, wieder in den Schlund, mal gucken, ob ich noch was Gescheites finde. Ne? Der hier hat sehr großes, großes nur. Sehr großes, sehr großes. Ja, so richtig gut sind die nicht. Groß, exzellent, groß. Der ist natürlich exzellent. Der ist nur akzeptabel. Von ihm hätte ich doch aber auch exzellent. Ich habe doch ein bisschen versucht, hier so ein bisschen rumzuzüchteln, ne? Genau, hier. Exzellent, genau. 4 Stück, ja. Mit super Angriff, schlechter Ini. Das ist der, den ich für mich eigentlich behalten wollte. Weil die Ini mir ja generell wurscht ist. Der hat super Verteidigung. Der ist neutral. Das ist der, aus dem ich es überhaupt gezüchtet habe. Das ist meiner. Das ist meiner. Also den könnte ich tatsächlich verschenken. Also die drei könnte ich verschenken. Das wäre Heiko, Engelchen und. Achso, nee, Heiko hat ja gesagt, er hat schon einen. Ja, dann. Auf jeden Fall könnte ich die jetzt tauschen. Ei, bin ich doof oder was? Hier. Die könnte ich jetzt hier austauschen, dass die hier. Ja, der war nur akzeptabel. Neutral. Gute Verteidigung. Also, ich würde mal sagen, Nirka braucht ein bisschen Verteidigung, meines Erachtens nach. Da muss sie sich keinen Stress machen, was das Vieh so anstellt. Gut, falls sie fragt. Ich habe zwar angeboten, aber Fragen aufdrängen möchte ich nicht, ne? Das ist ja auch, ne? Das kenne ich ja selbst zu Genüge, wenn jemand aus Nettigkeit versucht, einem was aufzudrängen. Ich meine, ich freue mich ja auch, wenn ich jemandem was geben kann, ne? Aber ich bin ja selber so, ich erarbeite mir den Krempel lieber selber und deswegen kann ich das schon verstehen. Deswegen so ein, jo, wäre ja tatsächlich, ne? Was zum Selbsterarbeiten. Er hat schließlich Level 1, aber es ist ein getauschtes Pokémon. Von daher geht das ja mit dem Level noch relativ flott. Den kann ich auch noch rausziehen. Der ist ja auch. Wie gesagt, er hat ja gemeint, er hätte schon eins.
Hat es sich schon ertauscht? Der hat schlechte Spezialangriff. Braucht er ja auch nicht. Und guten Verteidigung. Ja, es ist halt. Ist halt. Das ist exzellent. Also, ist schon ein Unterschied. Wenn ich mir das hier angucke, 60 bei Verteidigung. Also, ja. Kann man nicht vergleichen. Gut. Da werde ich die jetzt noch ein bisschen leveln. Und bei ihm werde ich auf jeden Fall das Wesen verändern, weil eine schlechte Verteidigung klingt nicht gut. Schlechte Verteidigung klingt nicht gut. Das Problem ist, wir haben hier die ganze Zeit mit irgendwelchen Spezialattacken auf den draufgehauen, ne? Deswegen war der so widerstandsfähig. Käfergebrumm, Flammenwurf, Orkan, Rückenwind. Was sind denn das für Attacken, die uns hier so richtig eingeheizt haben? Die beim Ziel die Spezialverteidigung senken. Ja, das habe ich gemerkt. Das mit der Verbrennung ist jetzt nicht so tragisch gewesen. Das mit dem Verwirren war nicht nett. Anwender erzeugt einen Wirbelwind, der die Initiative aller Pokémon im Team für 4 Runden erhöht. Deswegen war er immer einen Schritt voraus. Hm? Das ist halt, die Initiative ist sowieso sauhoch bei dem Vieh. Von daher würde ich mal doch glattweg sagen, dass man diese Attacke nicht unbedingt braucht. Okay, Faltereigen. Anwender legt behende einen mystischen, formvollendeten Tanz aus Parkett. Spezialangriff, Spezialverteidigung und Initiative steigen. Das würde ich doch mal glattweg sagen, dass das doch viel besser ist als das eine nur. Ne? Das ist doch Spaß, Spannung und Schokolade. Alles in einem. Was haben wir denn noch hier? Feuersturm. Ist auch Verbrennung, ist aber nicht so genau. Die Amnesie hat er auch ständig angewendet, der Sack. Der die Spezialverteidigung stark erhöht. Hm. Das war das, ne? 90 Blutsaugers. Auch nicht übel. Kreideschrei ist natürlich super. Spezialangriff erhöhen. Das klingt auch gut. Wie ist denn das? Was war das andere für ein Flammenwurf? 90, 100? 80, das klingt viel besser. Hat zwar weniger, aber gefällt mir. Wie ist denn das jetzt mit dem Orkan? Soll ich das lassen? Mit dem Verwirren nur? Weil das ist 70, das ist Mist. Das ist mein Ding. Hat der überhaupt noch irgendwelche anderen? Ja, tatsächlich. Er hat noch eine Flugattacke. Aber dadurch, dass er ja kein Flug-Pokémon ist, juckt mich das auch nicht so wahnsinnig. Spezialangriff senkt. Das mit der Amnesie finde ich eigentlich ganz geil. Oder halt Kreideschrei. Verteidigung senken ist aber jetzt nicht so wichtig, weil meiner halt hier nur Spezialattacken hat. Da wäre mir das egal, ne? Für meine Kollegen wäre es natürlich ganz praktisch, wenn ich dem die Spezialverteidigung senke. Und Blutsauger 80, das ist aber auch sehr hoch. Das ist sehr hoch sogar. Normalerweise haben doch die Megasauger, Gigasauger, Staubsauger, haben doch alle so relativ niedrige.
Und vor allen Dingen, es ist eine Körperattacke. Normalerweise haben diese Attacken, die irgendwas abschnapsen, haben relativ oft Spezialangriff. So. Ich würde dem gern das Wesen Hexaplager. Wenn die KP des Pokémon auf einen gewissen Wert fallen, steigt die Stärke seiner Käferattacken. Was heißt gewisser Wert? Wie viel wäre das? So. Deswegen mag ich eigentlich sowas wie Käfer, ne? Weil die so ungewöhnlich sind. Käfer sind eher seltener gebraucht. Deswegen weiß man im ersten Moment nicht so richtig, ob man mit was man drauf reagieren soll, außer halt mit Feuer. Aber wenn es selber ein Feuervieh ist, ist das natürlich hoch. Warte mal. Was tue ich denn hier schon die ganze Zeit? Ich habe ja Spezialangriff hoch. Und ich habe dem die ganze Zeit Angriffsattacken beigebracht. Kann das sein? Ich depp. Das Problem ist, die anderen Attacken sind alle so niedrig. Ne? Hier, so. Spezialangriff tatsächlich. So ein Mist! So ein Mist! Ach, das ist ja mal blöd. Ich muss dem sowas beibringen. Ach du Schande, nee. Eventuell senkt es was. Das ist nicht so prickelnd. Da. Muss ich das hier nehmen? Da habe ich das falsch auf dem Schirm gehabt. Okay. Gut. Was für ein Wesen würde ich dem gern geben? Also noch höheren Spezialangriffswert oder eher den Spezialverteidigungswert steigern? Ich würde mal sagen, den Spezialverteidigungswert würde ich gerne steigern. Statt die Ini. Und den Angriff halt niedrig halten. Spezialangriff hoch, Angriff niedrig. Das wäre eigentlich so die Wahl. Das ist hier oben irgendwo, oder? Ne, hier. Ne, auch nicht. Hier sind die Angriffsgutschriften. Hier sind die Verteidigungsgutschriften. Hier sind die Spezialangriff. Das ist... Okay, den Spezialangriff habe ich hier gar nicht zur Verfügung. Muss ich mal kaufen gehen. Ho, huch. Warte mal. Wo ist denn hier überhaupt ein... Hier war eine Apotheke. Theke um die Ecke, oder? Oder bin ich da schon wieder falsch? Oh ja, gut, bin ich falsch. Hier oben war es dann. So in einer Straßennische. Ein bisschen versteckt. Spritz.
Okay, das sind die roten. Das sind die blauen. Das sind die hell... Ich hab doch hellblaue. Habe ich da mich verguckt oder was? Verlesen. Ah, doch, hier. Spezialangriff. Tschüss. Das war's. Gut. So, und diese komischen Bänder hier. War das? Verringert Initiative, lässt dafür aber nach dem Kampf die KP schneller steigen. Ist das überhaupt sinnvoll? Die Spezialverteidigung wäre doch ganz gut, wenn die steigen würde. Die ist auch nicht so prickelnd, ne? Und ich fliege mal zu diesem... Ich meine, die Stadt wäre hier. Dieses Weihnachtsdorf. Ja. Du darfst mir bitte schön dieses Tierchen ein bisschen aufpäppeln. Oh, da ist schon über alles. Super. Genau, die Spezialverteidigung, die hätte ich gern. So, und dann gucken wir uns jetzt doch mal das mit diesen Bändern an. Spezialverteidigung schneller steigen. Gut. Was ist mit dir? Wollen wir dir noch irgendwas geben? Dein Spezialangriff ist Mist. Was natürlich sehr ungünstig ist, weil du da Flammenhof hast. Da würde ich doch mal sagen, da tauschen wir gegen irgendwas anderes aus. Prickelnd, aber besser als nichts. Naja, der ist beides. Der ist Feuer und der ist Kampf. Sein perfekter Gegner wäre im Grunde genommen Boden, Gestein, Wasser, Psycho, Flug. Und die meisten von denen machen Spezialangriffe. Das heißt, seine Spezialverteidigung sollte höher sein.
Oh, Spezialverteidigung langsam? Nein. Verteidigung? Nein. Spezialverteidigung höher, dafür der Angriff? Nein. Dafür die Verteidigung. Nee, Spezialangriff kann. Hier, das ist es. Spezialverteidigung soll schneller und die Spezialangriffleiste soll langsamer gehen. Gut. Dem würde ich jetzt die Ini nicht wegnehmen wollen, ehrlich gesagt. Dem anderen, der hat ja sowieso schon hohe Ini, da wäre das... So, habe ich noch irgendein Band für dich? Achso, Quatsch, muss ich ja hier gucken. KP schneller steigen. Dass der Angriff besser ist oder die KP besser. Wie viel hatten der? Also alles so um. Aber die könnte ich ja eher miteinander vergleichen. Vernachlässigen. Einen fetten Ochsen. Aber den könnte ich für gar nichts gebrauchen, ne? Also ich wüsste nicht für was. Ich nehme ja nur mit, dass er ein bisschen levelt. Apropos bisschen leveln. Ich habe doch noch diese Wasserbüffel hier irgendwo rumfliegen. Fracht der Geier wo. Irgendwo waren noch zwei. Die habe ich mir ja aus dem Raid rausgezerrt. Wenn ich sie denn finde. Dieses Jahr noch finden. Ah, da sind sie. Exzellentes Potenzial haben sie beide. Der Spezialangriff ist Mist, was natürlich unheimlich ungünstig ist für ein Wasservieh. Die Verteidigung ist sehr, sehr, sehr toll. Ini ist Käse. Verteidigung ist Mist. Ist hier die Verteidigung halt gut. Welchen von beiden würde ich denn? Wellentackle, das ist glaube ich auch eine Körperattacke. Surfer weiß ich nicht. Ich glaube Surfer ist eine mentale. Wenn dann eher die, ne? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, welche von beiden oder überhaupt einen von beiden oder beide. Hang auf. Was ist mit dir? Du bist auch aus einem Raid, ne? Ja, super Ini. Ich weiß gar nicht. Mit Ini kann ich nichts anfangen, ehrlich gesagt. Den Beute scheiß Ini. Da ist die Verteidigung mega, der Rest ist moi. Das sind auch so Spezialisten. Für was willst du das bitte schön gebrauchen, ne? Gegen Pflanze oder was? Thank you.
sind auch wieder so Pokémon, die zwei, also der da, das ich eigentlich gar nicht benutzen würde, normalerweise. Der ist auch nur was 83. Achso, ne, hier sind die 100er. So. Okay. Gut. Ich den die bitte schön jetzt leveln. Ah, meine Hass-Pokémon. Obwohl das hier wäre eigentlich bestimmt mal ganz interessant, ne? Weil ich meine. Schmäler geht ja der Fluss überhaupt nicht. Also wie bitteschön sollen da welche großartig spawnen? Okay, hier soll Massenveranstaltung sein. Das funktioniert natürlich nicht, weil hier ist ja nicht wirklich Fluss. Also, hä? Vor allen Dingen, es ist ja so nah an dem Camp dran, dass das sowieso nicht klappt. Also, hä? Jetzt macht er auch noch einen Rundumschutz. Ich pack's nicht. Flammierter Flamingo! So ohne Scheiß, wie soll denn das funzen? Gar nicht, ne? Das ist ja witzig. Gut, das hat sich schnell erledigt. Ja, die Stingis sind klein. Ganz toll. Noch mehr Stingis. Irgendwie sonst nix oder was? Das ist jetzt mau. Mau, mau. Ja. So, gut, dann. Dann fliege ich mal dahin und versuche mein Glück. Dem Zeitrad-Manipulation. Achso, das Internet muss ich jetzt erstmal ausschalten, damit ich da mit der Manipulation nicht irgendwelche Leute aus Versehen mit reinreiße.